Und zurück zu Resident Evil 7 Biohazard. So, die Mia haben wir jetzt gefunden. Mia, wir müssen hier Jetzt müssen wir mal raus. schauen, wie wir hier rauskommen. Bleib einfach hier, okay? Ich werde mich umschauen. Okay, dann schauen wir uns mal um. Vielleicht finden wir irgendwann mal eine Pistole oder sowas, oder eine Waffe oder sowas. Okay, das ist das mit dem Foto von der Alten, von der Oma. Kinderpuppen, was ist hier los? Okay. Boah, was ist das? Oh mein Gott, wo ist die? Okay, die ist hinten durch jetzt. Boah. Schauen wir doch die Puppe noch an. Okay, ich glaube, das war bloß so ein für ein Skript praktisch. Oh mein Gott. Okay, draußen regnet's. Hier ist nichts. Telefon. Boah, ich traue mich gar nicht weiterzugehen, Leute. Karte des Gästehauses. Die nehmen wir auf jeden Fall. So, wir waren hier Geheimgang. Das war das Wohnzimmer, Treppen, Küche. Da hinten kann man Schlüssel benutzen. Den haben wir aber noch nicht. Hier sind wir hochgekommen. Okay. Müssen wir jetzt eigentlich durch die kaputte Tür hinten durchkommen. Die vor dem Wohnzimmer praktisch war. Aber erst gehen wir mal in das Bad hier rein. Boah, ey. Du denkst, die ganze Zeit steht einer neben dir. Kann ich die Tür hier zumachen? Mach zu. Erste Hilfe-Arznei. Okay, wir haben jetzt überhaupt nicht viel Platz eigentlich. Okay, erste Hilfe-Arznei, sehr gut. Kann man hier rausgucken. Boah, was ist denn das? Boah, ich krieg einen Vogel. Boah. Hey, wer haut denn da gegen die Tür? Ich flippe aus. Ich will hier gar nicht rausgehen. Boah, ich krieg... Warte mal, ich sehe noch was drin. Oh. Bist du ruhig jetzt? Ich gehe da nicht lang. Oh. Oh, die ist ja zu. Egal. Ist zu. Meine Fresse. Boah. Ich würde mir denken, mein Gott, mach doch nicht so ein Gewiese. Oh, was ist denn hier? Boah, was ist denn das? Der blanke Horror, Leute. Ich will da nicht runter. Warum muss ich da wieder runtergehen?
Da unten war doch aber nichts. Da kommt man doch gar nicht, kommt doch da gar nicht mehr zurück. Boah, ich krieg einen Vogel. Mein Gott, was ist das? Scheiße! What the fuck? What? Jetzt reiß dich zusammen, Mensch! Mach die denn! Ich drück doch schon! Mein Gott! Hä? Ich kann sie hören! Ich kann fühlen, wie sie sich in mich zurück. Boah, sie ist irgendwie besessen von so einem Dämon oder so. Lass mich in Ruhe! Ich war böse. Ich verdiene das. Zur Hölle bist du mir. Boah, bleib bloß hier liegen, Mensch. Erste Hilfe-Arznei verwenden. Warum soll ich dir das geben? Achso, für mich wahrscheinlich. Okay. Was ist jetzt hier mit dir? Ja, dann bleib doch da liegen. Also machen wir auf, das haben wir schon angeschaut. Boah, ey. Egal. Okay, wir kommen hier nicht weiter. Ich muss wieder zurück. Oder kann man hier was aufbrechen? Schauen wir hier nochmal. Klo, vielleicht irgendwas drin ist? Nee. Hier ist oben nichts. Kann ich irgendwas machen mit der? Nee. Kann ich irgendwie. Ah. Boah, was ist denn das? Was ist denn das, Leute? Ich krieg einen Vogel. Meine Fresse. Boah, ey. Hau dir irgendeine Stange auf den Kopf, Mensch. Ja, genau. Komm her. Hau die das Ding in die Fresse, Mensch. Das kann doch nicht wahr sein jetzt. Was hält denn die aus? Boah, jetzt hat meine eigene Frau erschlagen. Oh, was ist denn da los? Da muss ich die erschlagen. Muss ich wegrennen vielleicht? Keine Ahnung. Boah, es klingelt das Telefon auch noch. Okay, lass uns da hingehen. Und was ist hier los? Ich heiße Zoe. Bei dem Dachboden solltest du rauskommen. Dachboden. Geh dahin. Jetzt. Ja, super. Wir werden da schon so hinkommen. Leute, ich muss mal schneller Dampfe ziehen. Das hilft nicht. Ich muss Pause machen. So.
So, die ist schon wieder weg. Aber mein Beil nehme ich mit. Oh. Mein Beil mag ich gern. Das ist ein guter Freund. Hier ist nichts drin. Okay. Okay, ich hoffe mal, dass ich jetzt... Ist da eine Tür aufgegangen? Vielleicht ist die jetzt offen. Ja, sie ist offen. Okay. Dann müsste eigentlich das Areal hier müsste eigentlich komplett untersucht sein. Okay, er speichert gerade. Sehr gut. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt da hoch. Da ist auf jeden Fall eine Schreibmaschine, wo man nochmal speichert. Schreibmaschine sage ich schon, ist vom ersten Teil. Ein Tonbandgerät, wo man speichern kann. Aber. Ich werde jetzt erstmal schnell hinten die scheiß Kette da lösen. Boah, was ist denn das? Sicherung, alles klar, okay. Dann hätten wir die auch. Wow, was ist denn das? Wow. Meine Fresse. Wo sind die jetzt lang gegangen? Ich muss die Scheißierung da hinten reintun. Boah, ich dreh durch. Ich bin echt zu alt für so eine Spiele. Sicherung, okay, Sicherung drin. Alles klar. Das heißt, wir können die Treppe jetzt betätigen. Oh, bitte lass mich jetzt einfach nur da hoch und speichern. Ich hab schon auf... Mei, was ist denn? Ist die bekloppt oder was? Nicht tun das. Hey, ich flipp aus mit dir. Meine Gott. Mei, was ist denn das für ein Zombie-Mensch? Boah, ich hau dir... Was ist denn jetzt los? Zieh das Ding raus, Mensch. Oh, was macht ihr denn? Mei, Mei, jetzt zieh das Ding raus. Oh. Das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Ey, meine Hand ist weg, Mensch. Meine Hand ist weg. Alter, will die mich verarschen? Oh, ich hab noch ein Heilmittel. Geht das? Benutzen. Das ist jetzt nicht der Ernst, dass ich jetzt... Dass meine Hand jetzt weg ist. Oh, Alter, ich geh jetzt speichern sofort. Mach mal einen neuen Speicherstand. Was ist denn das hier? Meine Hand ist weg, Leute. Kann ich die mitnehmen irgendwie? Liegt die noch da? Ich kann die irgendwie annähen oder was? Keine Ahnung. Da liegt meine Hand. Da. Hand. Nehmen. Okay. Boah, Alter.
Ich speichere nochmal. Ich hab dir die Hacke in den Hals gehauen. Es kann ja gar nicht sein, dass sie noch lebt. Okay. Brauchen Arzt. Okay, es hieß, über den Dachboden komme ich raus. Wahrscheinlich kraucht die auch schon wieder rum, aber die kann ja jetzt eigentlich gar nicht hochgekommen sein. Pistolenmunition, oh geil, Knarre. Okay, eine Wumme schon mal. Was ist eine Wumme? Ein Pistölchen? Yes. Sonst muss ich mal schauen. Ach, was mache ich denn? Meine Hand! Sie ist noch warm. Kann ich die benutzen? Kann ich sie wieder annähen? Objekt untersuchen. Boah, lass mich jetzt nur in Ruhe hier. Sag's euch. So Leute, ich würde sagen, wir machen aber erst in der nächsten Folge weiter, weil ich nämlich eine kleine Pause brauche. Ist ein bisschen zu extrem hier. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen, über auch noch oder einen Daumen nach oben. Und ansonsten bleibt auf jeden Fall dran. Es wird auf jeden Fall spannend. Ja, würde ich sagen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, euer Andi.